Hallo meine Lieben, ich freue mich, euch alle wieder herzlich auf meinem Kanal Angel and Soul Readings begrüßen zu dürfen. Ich freue mich wieder über jeden einzelnen von euch, der zusieht. Und ja, ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr hattet eine schöne Zeit. Ich habe meine Karten wieder da. Ja, bei den letzten beiden Videos hatte ich ja meine Karten vergessen gehabt, weil ich die ja sonst immer dabei habe. Ja. Ein ganz herzliches Dankeschön möchte ich dem lieben kleines Licht sagen, der lieben Bille. Von ihr habe ich ein wundervolles Geschenk bekommen, was sie mir zugesendet hat, als Dankeschön, dass ich für sie da bin und für die freundlichen Worte. Und also es freut mich sehr. Ich habe mich riesig darüber gefreut, vor allem über so ein wahnsinnig tolles Geschenk. Es ist ein Engelsrufer mit dem, also eine Halskette mit dem Unendlichkeitszeichen dran und sie ist traumhaft schön. Sie ist wirklich wunderschön. Liebe Bille, mein allerherzliches Dankeschön nochmal hier auf diesem Weg an dich. Und ich habe mich wirklich und ich freue mich immer noch riesig darüber. Also nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Ja, meine Lieben, jetzt habe ich mir für heute gedacht, es ist ja immer so ein Hin und Her mit dem Wunschpartner, dem Herzensmenschen. Man weiß nicht so genau, wie ist man dran und ja, wie schaut es da wirklich aus? Ein Hin und Her, ich hoffe mal nicht, dass es bei euch ein Ghosting ist. On-off ist auch absolut schlimm. Aber jetzt habe ich mir gedacht, wir schauen heute mal rein, weil viele Menschen sind ja so, die geben sehr wenig von sich preis und schon gar nicht von den Gefühlen. Dann würde ich heute mal vorschlagen, wir schauen rein, was die Karten uns sagen, was die Energien uns zu sagen haben. Was empfindet dein Gegenüber für dich? Ihr wisst ja, die Legungen hier sind alle fürs Kollektiv, muss aber nicht für jeden zutreffen. Und wenn du möchtest, kannst du auch sehr gerne ein ganz privates Reading bei mir buchen. Alle Infos findest du in der Infobox unter jedem Video. Und ich freue mich auf dich. Dann schauen wir natürlich mal in deine ganz aktuelle private Situation rein. Ja, weil manchmal ist es dann doch die Legung, die nicht so genau auf dich zutrifft, aber für viele ist es eben auch so, da trifft die Legung auch zu und sie können damit in Resonanz gehen. Was ich noch sagen möchte, wenn ihr euch ein älteres Video anseht, auch wenn es schon ein, zwei Monate her ist oder einige Wochen her ist und ihr klickt es an, dann ist genau jetzt der Moment, wo diese Legung für euch bestimmt ist. Das hat nichts mit dem Datum zu tun, sondern jetzt ist dieses Video für dich, diese Energie jetzt für dich zum Greifen nah und für dich vorgesehen. Deswegen klickst du jetzt in diesem Moment dann eben auch auf das Video. So, wir haben ja wieder eine Kollektivlegung und da sind die Personenkarten geschlechterneutral und wandle es einfach für dich immer um, je nachdem in männlich-weiblich. Ich nehme jetzt gerne nur einfach nur die männliche Hauptperson raus, weil doch die meisten Frauen zusehen. Wenn ich ihn entfinden würde, da ist er der gute Mann. So, dann schauen wir mal, was uns der gute Mann denn zu sagen hat, beziehungsweise ja, doch, was er uns zeigen möchte, was er für dich empfindet. Oh, die Maus ist hier noch mittendrin. So, was empfindet dein Gegenüber für dich? Wie ich immer sage, ich ziehe die Karten immer gerne so raus, weil ich dann so richtig gut in der Energie auch mit drin bin und die Frage stellen kann, was empfindet dein Gegenüber für dich? So, dann schauen wir doch mal. Ich
finde es auch immer so spannend. Was die Karten zu sagen haben und welche Energien gerade sehr stark sind. Jetzt habe ich natürlich wieder keinen Platz. So, drei Karten hätte ich gern noch, drei Ergänzungskarten. Was dein Gegenüber für dich empfindet. Also, er ist hier hin und her gerissen. Ich habe hier ziemlich viel Misstrauen auch da. Also ich habe Misstrauen da, dein Gegenüber ist sich nicht so ganz einig, ob hier eine andere, wie gesagt, die Person männlich oder weiblich, je nachdem, wenn du als Frau zusiehst, dann sieh das bitte hier als, beziehungsweise wenn du als Mann zusiehst, dann sieh das hier bitte. Nee, jetzt habe ich selber durcheinander drin. Je nachdem, um welche Person es geht, wandelt die männliche, weibliche Karte ja einfach für dich dementsprechend um. Entschuldigt bitte, ihr Lieben. Ja, jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Doch, genau. Er ist hin und her gerissen, weil er nicht weiß. Er vermutet, er hat hier ganz stark die Vermutung, dass hier ein anderer Mann bzw. andere Frau bei dir eine Rolle spielt. Also er ist hier sehr, sehr misstrauisch. Das Misstrauen liegt genau mit daneben. Er denkt sehr viel drüber nach, über Aktivitäten, dass da Aktivitäten aus einem fremden Haus, also praktisch, dass da du jemanden besuchst, männlich wie auch weiblich, je nachdem, dass da ein Nebenbuhler sozusagen da ist. Also das sind hier seine Gedanken, die er sich macht, was ihn sehr, sehr misstrauisch macht. Und ja, bei dem einen oder anderen sieht es aber auch hier so aus, dass er was erfahren hat, weil ich hier die andere Person noch mit dabei liegen habe, dass hier irgendwas ist, die Nachricht, die jetzt so einen Schreck für ihn jetzt hervorgerufen hat. Er liebt dich. Er sieht in dir die Harmonie, die Wunscherfüllung. Erstmal ganz wichtig, die Wunscherfüllung. Das Glück ist auch mit, das kleine Glück ist hier auch mit dabei. Also er, da sind die Gefühle da, werden aber wieder zunichte gemacht, ein großes Stück, ganz ehrlich, weil er eben dieses starke Misstrauen hier eben hat. Und wenn man es hier im Endeffekt ganz klar sieht, du bist hier mit gefallen, du bist hier mit bei ihm dabei. Also er ist, die Gedanken sind stets bei dir und die wirkliche Liebe, da sind absolute Gefühle da. Er will, aber er ist hier wirklich hin und her gerissen. So wie es hier aussieht, dieses Misstrauen, was er hat. Und so wie es auch hier noch mit da liegt, ist es noch gar nicht so lange her. Also es beschäftigt ihn ganz extrem. Und es ist eigentlich täglich in ihm drin. Er will zu dir, er will ja in die Harmonie, in alles Mögliche mit dir kommen, in alles Wunderschöne. Wie gesagt, du bist hier mit gefallen und neben dir ist die große Liebe auch mit dabei. Und das ist ein wunderschönes Zeichen, dass du den haben, dass du hier mit dabei liegst. Aber wie gesagt, sein Misstrauen blockiert hier alles. Sollte er irgendwas gehört haben oder einfach dieses du mal irgendwas erwähnt haben oder zu viel von deiner Vergangenheit oder von einer Ex-Beziehung sprechen, rede mit ihm. Nimm ihm die Angst, weil er hat dieses Misstrauen, diese Angst, dass er jetzt hier mit dir was eingeht oder weiter mit dir den Weg zusammen geht und dann einfach verletzt wird. Und das ist seine größte Angst, die er hat. Er hat die Angst vor Verletzung. Meine Lieben, also ich lege es euch wirklich ans Herz, sollte irgendwas gewesen sein oder sollte es auch sein, dass er was gehört hat, es dir aber nicht sagen würde oder wird und du weißt, da war irgendwas gewesen, was zu einem Missverständnis kommen kann, dass es nur ein Gespräch war mit jemandem und dann wird es vielleicht dann so dargestellt, stille Post, dass da ein Verhältnis dann gewesen ist oder so, oder dass man in den anderen verliebt ist, dann spreche es von dir aus an. Geh auf ihn zu. Und
Ja, also er hat wirklich ganz große Angst, verletzt zu werden. Er ist ein Mensch, der Angst hat, dass sein Herz verletzt wird, dass sein Herz gebrochen wird. Und diese Angst liegt wirklich an dir, dass du ihn nimmst. Also wir haben es hier ganz klar, dass hier was da liegt. Also, aber um auf die Frage nochmal zurückzukommen, was empfindet er für dich? Wunscherfüllung, die aus der Freundschaft ist die Liebe geworden, er will den Zusammenhalt, diese Vertrautheit, das ist alles da, das empfindet er für dich. Du bist seine große Liebe. Also wir haben es hier ganz, also eindeutig, hier geht es jetzt gar nicht mehr. Aber wie gesagt, was hier zwischendrin liegt, zwischen euch, ist dieses Misstrauen. Nimm ihm seine Angst, rede mit ihm. Ich kann es euch nur wirklich ans Herz legen. Dann würde ich sagen, wir schauen jetzt einfach mal, was dir dein Gegenüber gerne sagen möchte. Ja, diesmal lassen sie sich gut mischen, die Herzkarten, aber irgendwie, ups. Überfülle. Eine große Liebe steht vor der Tür. Lass sie herein. Ihr Lieben, es passt. Die große Liebe, dein Gegenüber, er steht vor der Tür. Er möchte rein. Nimm ihm das Misstrauen, Missverständnisse, nimm es ihm. Wenn du es wirklich ehrlich mit ihm meinst, weil er steht vor der Türe. Und wenn das alles weg ist, dann, wenn wir es so sehen, seid das ihr. Wenn das alles weg ist, diese ganzen, also diese untere Reihe gerade, wenn die weg ist, schaut mal an. Er, du und die große Liebe. Es ist wunderschön. Also, ich drücke euch einen ganz, ganz fest die Daumen, dass ihr die richtigen Worte findet und ich weiß, dass ihr die richtigen Worte findet und genau den richtigen Moment. Macht euch keine Gedanken, oh, wann sage ich es und wie und sondern vertraut euch selbst, dass ihr zur richtigen Zeit die richtigen Worte habt und findet. Vertraut euch da, vertraut darauf. Habt immer ganz großes Vertrauen in euch selbst. Zum richtigen Zeit kommt das richtige Wort und ja, alles ist perfekt. Ja? Also ihr Lieben, ich umarme euch ganz fest. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen und wünsche euch alles Liebe. Bis bald. Tschüss.